Durch viele solche Gleichnisse verkündete Jesus der Menschenmenge das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Liebe Schwestern und Brüder, seinen Jüngern aber erklärte er alles. Warum? Warum diese Bevorzugung? Könnte Jesus nicht den Menschen, die um ihn sind, alles erklären? Warum erzählte es nur seinen Jüngern in detaillierter Weise? Warum diese Diskriminierung, diese Vetternwirtschaft? Jesus redete nur in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern aber erklärte alles. Liebe Mitchristen, in früheren Zeiten gab es in Indien Abendschulen. Abendschule ist eine Möglichkeit für die Menschen, die tagsüber keine Zeit haben oder arbeiten müssen, etwas zu lernen. Besonders in ländlichen Gebieten Indiens war dieses Modell erfolgreich gewesen. Es gibt auch Abendschulen für die Schulkinder, Tuition Centers, Abendschulen für Kinder. Warum denn? Die gehen sowieso tagsüber in die Schule. Ja, aber was nicht im Klassenzimmer verstanden wurde, was unklar geblieben ist, wird den Kindern in der Abendschule erklärt. Manche meinen, dass solche Kinder sich schwer tun mit dem Lernen. Abendschule für die Erwachsenen, Abendschule für die Kinder. Mit diesem Hintergrund versuchen wir, den letzten Satz vom heutigen Evangelium zu verstehen. Seinen Jüngern aber erklärte Jesus alles, wenn mit ihnen allein war. Jesus wollte die Menschenmenge über das Reich Gottes lehren. Dafür hat Gleichnisse benutzt. Um alles in detaillierter Weise zu erklären, braucht viel Zeit. Diese Zeit haben die Leute nicht mehr. Tagsüber kommen sie zu Jesus und gegen Abend gehen sie nach Hause. Nur die Jünger bleiben bei Jesus Tag und Nacht. Jesus und seine Jünger verbringen die Zeit zusammen. So hat Jesus genug Zeit und die Möglichkeit, alles zu erklären. Hier geht es, liebe Schwestern und Brüder, um das Alleinsein mit Jesus. Allein sein mit Jesus. Die Jünger verbringen mehr Zeit mit Jesus als die große Menge der Menschen. Sie sind mit ihm allein und stellen Fragen. Das ist ein wunderbares Vorbild für uns. Auch wir suchen die Zeiten, wo wir mit Jesus allein sein können. Wir brauchen diese Einsamkeit mit ihm. Wir wollen ihm unsere ganz persönlichen Fragen stellen. Wir wollen in die Stille hineinhören, um seine Antworten zu empfangen. Das Alleinsein mit Jesus ist uns sehr wichtig.
So is this in Wirklichkeit. Wenn wir die Bibel lesen oder hören, verstehen wir nicht alles. Wir verstehen nur die Worte, aber die Bedeutung, den tieferen Sinn, begreifen wir nicht sofort. Da kommt zuerst die erste Lesung, dann die zweite Lesung und das Evangelium und dazwischen das Singen. Man bekommt kaum Zeit, über alles nachzudenken. Darum ist es wichtig, dass wir zu Hause alleine mit Jesus sind. Wenn wir Zeit haben, mit Jesus alleine zu sein, wird Jesus da sein. Er wird dir alles erklären, wie bei seinen Jüngern. Bei ihm ist kein Platz für Diskriminierung und Vetternwirtschaft. Wer mit ihm allein ist, wer Zeit hat, mit ihm zu sein, dem wird er alles erklären. Jesus, ich danke dir, dass du uns das Evangelium erklärst, wenn wir mit dir allein sind. Ich danke dir, dass du Interesse hast, mit mir, mit uns alleine zu sein. Du willst deine wertvollste Zeit mit mir verbringen. Ich danke dir. Danke, Heiliger Geist, dass du mich erfüllst, dass du mir Leben schenkst, dass du mir Liebe schenkst. Amen.